Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Eins ist ziemlich sicher, wir leben in bewegten Zeiten. Jetzt haben wir gesehen, wer die Wahl gewonnen hat, als ich mit Dr. Bastian Siegert das letzte Mal gesprochen habe. Das war am 30. Oktober. Da war das noch nicht klar, da schien das noch relativ eng zu sein. Aber ich will dich erstmal, Basti, begrüßen. Schön, dass du wieder dabei bist. Hi. Ja, hallo Markus. Ja, schön, dass es wieder geklappt hat. Hat mir letztes Mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Umso mehr freut mich das, dass wir dieses Mal ja nochmal zusammenkommen können. Du hattest vor ziemlich genau 4 Wochen am 30. Oktober mir erzählt, du hast Verwandtschaft in Montana. Die waren Trumpisten, die scheinen jetzt gut gelaunt zu sein. Wie würdest du diesen Sieg von Trump einschätzen? Ist das ein echter Gamechanger an den Märkten? Ist das etwas, was dein Investitionsverhalten auch letztendlich ändert im Vergleich etwa zur Situation, wenn jetzt Harris doch gewonnen hätte? Was hat sich da für dich getan letztendlich? Ja, sehr gute Frage. Also ich habe Familie in Montana und die feiern natürlich. Und wenn ich jetzt mal nach Deutschland gucke, gerade direkt nach dem Trump-Sieg, es war ja wirklich ein Erdrutsch-Sieg, mit dem wahrscheinlich in der Deutlichkeit die wenigsten gerechnet hätten, da sah man in Deutschland eher lange Gesichter und das sicherlich auch zu Recht. Und wir haben uns natürlich schon im Jahr 2022 stärker in US-Aktien positioniert und werden jetzt natürlich unser Engagement in den USA weiter ausbauen. Wir werden deutsche, europäische Aktien reduzieren oder halt nur sehr, sehr ausgewählt in diese Werte investieren, die aber im Übrigen dann auch vom US-Geschäft profitieren. Also da muss man sehr genau in die Unternehmen reingehen, in die Aktien reingehen und sagen, okay, hey, die profitieren auch vom US-Geschäft, andere profitieren nicht und entsprechend werden wir uns halt auch positionieren. Wir haben uns tatsächlich, wir haben wenig umgeschichtet in dem Bereich, weil wir schon vorher sehr stark investiert waren. Zum Beispiel in der Bank of America, die natürlich von der möglichen Deregulierung des Finanzmarkts in den USA profitiert. Die sind, ich glaube, auf Tagesbasis sogar 15% hoch. Die haben aber eingekauft, als diese ganze Krise mit der Credit Suisse war, Zwangsübernahme mit der Silicon Valley Bank, die quasi, wo dieser Bankenskandal war, der Kleine in den USA, da haben wir uns sehr, sehr stark in den Werten positioniert und können jetzt natürlich davon profitieren. Also da zeigt sich kurzfristig, klar, sind das schöne Kursimpulse, aber wir haben uns schon frühzeitig in diesen Werten positioniert und können jetzt auf eine super Rendite blicken. Also du sagst Europa latent reduzieren. Du hast gerade Finanzwerte angesprochen. Wenn man sich mal anschaut, wie Finanzwerte seit der Finanzkrise in Relation zum Leitindex S&P 500 performt haben, dann war das ja eher schwach. Jetzt sieht man aber, nach dem Sieg von Trump laufen die gut. Also US-Banken laufen sehr gut. Man hofft auf Deregulierung, hofft, dass also hier das Geschäft besser wird. Wir sehen andere Branchen, die gut laufen. Andere stürzen regelrecht ab. Healthcare, Biotech, solche Bereiche jetzt, die, wenn Robert Kennedy Jr. wirklich das Gesundheitsministerium bekommt, er ist ja vorgeschlagen, aber muss eben noch bestätigt werden durch den Senat. Habt ihr zum Beispiel in Sachen Biotech, hattest du da was im Depot oder eben so Pharmaaktien und würdest jetzt sagen, da müssen wir raus? Oder was beeinflusst jetzt dich da in deiner Entscheidung zu sagen, also mit Trump ist für mich klar, der Sektor übergewichten, der Sektor untergewichten. Was kannst du da vielleicht auch den Zuschauern, wenn die jetzt ein Portfolio haben und da vielleicht jetzt auf Position sitzen, sich fragen, soll ich da raus, soll ich da rein? Was würdest du denen sozusagen aus deiner Sicht natürlich hier sagen? Also ich warne davor, dass man die alten Ansichten der designierten Kandidaten für die Ministerämter jetzt nimmt, überträgt auf die Börse und davon irgendwas ableiten möchte. Ich glaube, das läuft deutlich anders, als viele aktuell annehmen. Aktuell wird ja alles so auf Krise gesponnen. Das sehe ich anders. Also ich glaube schon, dass Trump eine klare Leitlinie vorgeben wird und sich das dann auf die Börse auswirkt. Nur weil jetzt ein Impfgegner, sage ich mal, Gesundheitsminister werden soll, heißt das nicht unbedingt, dass die Pharmaaktien alle einbrechen müssen. Also das sehe ich nicht. Und die Unternehmen leben länger als eine Regierungsperiode. Also von daher könnte es sogar sein, dass wir durch Kursverluste, die vielleicht durch eine Emotion realisiert werden, dass wir dann quasi einsteigen können und uns noch günstiger positionieren können. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch. Erstens, dass diese Panik, die teilweise gemacht wird, überbewertet ist und gleichzeitig aber durch kurzfristige Schwankungen wir uns günstiger positionieren können in Unternehmen, die super sind. Also wenn man sich mal die Pharmabranche anguckt, wenn man sich vor allem den Patentschutz in vielen Bereichen anschaut und sieht, dass viele gute
Patente noch 15, 16, 17 Jahre laufen, wirklich eine hohe Nachfrage ist. Demografischer Wandel ist gerade in Industriestaaten ein großes Thema, aber auch stärker jetzt in Entwicklungs- und Schwellenländern, Beispiel China jetzt, die sehr, sehr aufstreben. Da ist eine gute Pharmaversorgung einfach elementar und wird immer wichtiger. Und davon werden sicherlich auch die ganzen Blockbuster Pharma- und Biotech-Unternehmen profitieren. Ein Beispiel vielleicht Merck und Co. mit Keytruda, umsatzstärkstes Medikament der Welt. Und Novo, sicherlich sind wir investiert, die sind ein bisschen zurückgekommen jetzt, haben wir aber auch schon mehrere 100% Rendite mit erzielt, weil wir sehr früh eingestiegen sind, 2016 stark nachgekauft haben. Also von daher bin ich, was Pharmawerte angeht, auf Sicht von 5 oder 10 Jahren sehr, sehr optimistisch. Was es kurzfristig angeht, da wird sicherlich die Trump-Meldungen werden gespielt, da wird jede Schlagzeile auf links gedreht. Ich halte davon relativ wenig, warne auch vor dieser Panikmache, dass einzelne Minister, sag ich mal, die Börse stürzen. Das ist, finde ich, trieben die Diskussion teilweise in den USA geführt, aber stärker als in Teilen der USA selbst. Also von daher, da warne ich vor, dass da wirklich das überbewertet wird, sondern einfach vernünftige Strategie, langfristig denken und schauen, okay, kann ich vielleicht durch kurzfristige Kursrückschläge mich in diesen Unternehmen positionieren, die an sich eine hervorragende Marktmacht haben, die tolle Produkte haben, die eine steigende Nachfrage haben. Wenn ich das dann zu einem günstigen Multiplier einkaufen kann, dann mache ich sicherlich was richtig. Ja. Okay, also du lässt dich auch nicht abschrecken, zum Beispiel, was jetzt hier diskutiert wird, zum Beispiel Werbeverbot im US-Fernsehen für bestimmte Pharmaprodukte etc. Man muss natürlich auch sagen, das ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also die Trump-Administration, wer auch immer dann wirklich Gesundheitsminister wird, dürfte da schon, ich sag mal, einen anderen Kurs verfolgen. Und Klar. Medikamente sehr, sehr teuer in den USA. Also lassen sich diese Margen halten, das ist die Frage. Oder wird es da schwieriger, weil einfach die Administration sagt, Leute, das ist nicht okay. Die Gesundheitskosten in den USA, wer mal im Krankenhaus da war, der weiß, das sind immense Summen, die ein solcher Krankenhausaufenthalt da verschlingt. Also da hast du keine Sorge, dass auch die Margen der Unternehmen schlechter werden, weil die Kursreaktion ist ja schon. Also das ist ja. Das sehe ich ganz anders. Trump ist gerade gegen Regulierung, gegen Planwirtschaft und das wäre genau konträr zur Politik, auch wenn gerade andere Schlagzeilen gespielt werden an der Börse. Das sehe ich nicht. Also ich glaube nicht, dass jetzt planwirtschaftlich aus der Politik eingegriffen wird und die Margen von Unternehmen, von US-Unternehmen vorbildlich reduziert werden. Also das sehe ich bei bestem Willen nicht. Und diese Gesundheitsdebatte im Krankenhaus und Versicherungsschutz nicht wie in Deutschland, das ist eine typisch deutsche Debatte oder eine typisch europäische Debatte, die wird ähnlich in Schweden, Norwegen geführt, aber vor allem bei uns in Deutschland. Die meisten, allermeisten US-Bürger sind auch krankenversichert. Das wird immer so hochgespielt. Die sind halt privat krankenversichert. Da kann man sich aussuchen, möchte ich mich versichern, ja oder nein. So, und die Leute, die vielleicht bis 13 können, die tun das auch. Und gleichzeitig tun die großen US, die nun mal die größten Arbeitgeber dort sind, meinetwegen alle Tech-Unternehmen als großes Beispiel, die geben ihren Mitarbeitern auch Krankenversicherungen raus. Also es ist teilweise in der Jobbeschreibung schon drin, dass die übernommen oder teil übernommen werden. Also von daher, dass jetzt da planwirtschaftlich von der Regierung eingegriffen wird, um die Margen von US-Unternehmen in den USA zu senken, das sehe ich bei bestem Willen echt nicht. Insgesamt sehen wir ja Kursverläufe, die ähnlich wie 2016 sind. Also als damals auch klar war, okay, Trump hat die Wahl gewonnen, damals sehr überraschend. Wir sehen ganz ähnliche Kursentwicklungen. Wir sehen, dass Zykliker besser laufen als defensive Werte. Solche Geschichten. Also man kann fast die Charts übereinander legen zwischen 2016 und 2020. Meine These ist, wir haben es diesmal nicht mit einer Wiederholung der 2016er Präsidentschaft, also Trump war ja 2016 bis 2020 Präsident, sondern der hat jetzt ein komplett anderes Team um sich. Ja? Da ist ein Elon Musk, da ist ein Vivek Ramaswamy, da sind Leute, die tendenziell, wie soll ich sagen, eher revolutionär sind. Damals, als Trump die erste Wahl gewonnen hat, wahrscheinlich auch selber überrascht von diesem Sieg, hat er ja eher so, ich sag mal, traditionelle republikanische Politiker in seinem Kabinett gehabt. Das dürfte jetzt anders werden. Budgetreduzierung, die durch Elon Musk passieren soll, möglicherweise Entlassung von Millionen von Staatsangestellten, all diese Geschichten. Ist das eine Gefahr für die Märkte? Also, dass da nicht nur die Zölle kommen, da können wir vielleicht nochmal diskutieren. Du warst Ende Oktober der Auffassung, ja, der wird das so ein bisschen als Druckmittel einsetzen, aber nicht pauschal und komplett durchziehen. Meine These ist, er wird es machen. Und dann eben solche Geschichten wie Budgetreduzierung.
wenn man mal den Chart übereinander legt, S&P 500 und eben das Budget der US-Regierung, die ja sozusagen sehr mit dem Geld um sich schmeißt, über 6 Billionen an Budget hat, das wäre die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, mit enormen Wachstumsraten sozusagen. Da will jetzt Elon Musk und Ramaswamy wollen die Axt anlegen. Siehst du da keine Probleme für bestimmte Sektoren oder für die US-Wirtschaft insgesamt, wenn das wirklich passiert? Weil das wäre ja eine Reduktion von Liquidität. Die Liquidität der US-Regierung oder die man da sozusagen erzeugt hat, hat ja auch Nachfrage erzeugt. Das hat dann wiederum dafür gesorgt, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession gefallen ist, sondern sozusagen permanent Nachfrage geschürt wurde. Wie siehst du diesen Komplex? Ja, vielleicht zur ersten Frage. Ich sehe das ähnlich wie du. Die zweite Regierungszeit wird deutlich anders als die erste. Sie wird sicherlich politisch radikaler, aber auch weniger politisch geprägt. Wie meine ich das? In der ersten Regierungszeit ging es sehr, sehr stark um reine Politik. Es wurden Politiker benannt und so weiter, auch in führende Positionen. Jetzt sehen wir schon, dass der Fokus wirklich auf der Wirtschaft liegt, dass wirklich auch Manager, es ist ja nicht nur Elon Musk, der ist natürlich am prominentesten, aber zum Beispiel auch der Energieminister hier, Wright, der selber CEO von Liberty Energy ist, also einem der größten Fracking-Unternehmen in den USA. Also man sieht schon, dass die Wirtschaftsnähe deutlich ausgebaut wird. Und das hat sicherlich Vor- und Nachteile. Für mich als Börsianer natürlich eher Vorteile, weil wir sind letztlich Kapitalisten und profitieren von entfesselten Kapitalmärkten. Ob das dann gesellschaftspolitisch entfesselte Kapitalmärkte, das ist eine ganz andere Frage. Das möchte ich aber auch gar nicht bewerten. Ich bin kein Politiker, sondern ich möchte Geld an der Börse verdienen. Und daher kann ich das eher gutheißen. Auch bin ja auch Jurist, kann das natürlich verfassungsrechtlich überhaupt nicht begrüßen, dass man sich quasi in ein hohes Regierungsamt einkaufen kann. Das passiert in Europa auch. Da wird es halt nicht so öffentlich gemacht. Siehe unser aktueller Finanzminister, by the way. Aber Elon Musk wird sicherlich radikal vorgehen. Welche Kompetenzen er haben wird, wird man sehen. Das ist ja kein offizielles Amt. Das wird ja jetzt quasi erst aufgebaut. Aber vielleicht schafft er das, was wir uns in Deutschland wünschen, nämlich Entbürokratisierung des Staates. Und das hat sicherlich Effekte, die mittelfristig und langfristig positiv sein können. Natürlich muss man schauen, was genau passiert. Das ist natürlich jetzt alles Spekulation. Aber vom Grundsatz her sehe ich das eher positiv als Börsianer, dass wir eine starke Wirtschaftspolitik, eine progressive Wirtschaftspolitik bekommen werden. Politisch, rechtlich gesehen, verfassungsrechtlich alles bedenklich, aber ich fühle mich da nicht imstande, das abschließend zu bewerten. Und das ist auch nicht meine Aufgabe, sondern wie man als Kapitalisten Geld verdient. Und deswegen muss natürlich an der Wirtschaftspolitik und weniger am Verfassungsrecht. Zur zweiten Frage mit den Zöllen. Also ich denke, dass die Zölle kommen werden. Das hatte ich damals auch gesagt. Ich denke nur, dass sie einen anderen Effekt haben werden, als vermutet wird. Also klar, Zölle sind ein Druckmittel, insbesondere gegenüber China. Wenn wirklich 50, 60, 80% Strafzölle kommen sollen, wird das protektionistisch wahrgenommen in China, wird aber dazu führen, dass China vielleicht einbrechen könnte gegenüber den USA, weil letztlich die USA als Handelspartner von China gebraucht wird. Es ist nicht so, dass China einfach nur in ihrem eigenen Saft dümpeln und gut ist, sondern sie brauchen die US-Nachfrage. Ich kenne selber sehr, sehr viele chinesische Unternehmer, bin ja auch mehrmals da vor Ort. Die brauchen die USA als Nachfrage. Wenn die wegbrechen würden, wäre es für die ein katastrophaler Zustand. Also von daher, man muss es immer zweiseitig sehen. Und es ist ja nicht so, dass die Biden-Administration jetzt so europafreundlich gewesen wäre in der Wirtschaftspolitik. Wir haben gesehen, dass die Strafzölle, die es schon gegen Stahl gibt, zum Beispiel aus China in den USA, dass die dazu geführt haben, dass China seinen Stahl nach Deutschland, Europa verkauft hat und unsere, ich bin Essener, unser ThyssenKrupp, hier historisches Unternehmen, tut mir in der Seele weh, ja, nahe der Insolvenz fast liegt, nicht mal ein Abnehmer für seine angeschlagene Stahlsparte lange Zeit, das dazu geführt. Also es ist nicht so, dass es jetzt alles völlig neu wäre, sondern auch die Biden-Administration hat schon mit Strafzöllen gearbeitet. Trump verkauft das natürlich medial viel, viel stärker, wird natürlich noch radikaler vorgehen, zumindest hat er das angekündigt. Was dann letztlich kommen wird und wie sich das auf die Märkte auswirkt, das werden wir noch sehen. Aber was ich jetzt sehe, eigentlich zumindest wirtschaftspolitisch, dass eigentlich jeder versucht, Trump zu gefallen auf der Welt. Egal ob Europa, China, überall wird versucht, es Trump recht zu machen. Also von daher mal sehen, was da kommen wird. Es ist wirklich viel Spekulation, aber ich denke, es wird für uns als Börsianer eher positiv und ja, nicht so katastrophal, wie das in Medien dargestellt wird. Also von daher
eher positive Signale. Sicherlich schwach, weil jede Schlagzeile auf links, auf rechts gedreht wird, vorne, hinten, alles beleuchtet wird, aber sicherlich schwankungsreich, aber nicht unbedingt negativ für uns. Also du erwartest Volatilität vielleicht, oder man sieht ja jetzt schon Konflikte innerhalb sozusagen dieses Trump-Lagers, des großen Trump-Lagers. Da sind Leute, die eher traditionell unterwegs sind. Dann ein Elon Musk, der eben bestimmte Leute bevorzugt, der ein Matt Gaetz unterstützt, dass der Justizminister wird. Und vor allem in einer zentralen Frage eigentlich komplett konträr zu Musk ist, nämlich der Zollfrage. Musk hat jetzt Milei in Argentinien sehr stark dafür gelobt, dass er die Zölle abgeschafft hat, während sein Boss in Anführungszeichen Donald Trump ja die Zölle extrem nach oben bringen will. Das wird Konflikte geben, oder? Also das wird krachen. Das beschreibt doch das, was du als Volatilität, nehmen wir mal an, dann verkrachen die sich, also Trump und Musk. Dann wird es an der Börse schon ziemlich rumpeln, glaube ich, nicht? Weil dann einfach, dann kommt der nächste, der neue Mann ist wiederum pro das und gegen das. Also das wird so ein richtiges, das wird eine sehr große Schaukelbörse, du sagst aber mit der Tendenz weiter nach oben. Ja, das ist das, was ich eingangs auch meinte, dass man jetzt nicht unbedingt von den Personen und der vorherigen politischen Position auf die Realpolitik von Trump schließen sollte. Da sind einige Positionen, die konträre Positionen vertreten. In Deutschland nennt man das ja Richtlinienkompetenz des Kanzlers. Von der macht man mehr, manche machen davon weniger Gebrauch. Aber da muss man schauen, wo die Reise hingeht. Und ich bin tatsächlich da eher positiv. In der aktuellen, also in den designierten Ministerlisten, die man aktuell findet, online, überall, da sind einige ganz, ganz extreme Widersprüche drin. Also manche sagen pro China, andere kontra China, gleiche mit Russland, Ukraine. Also von daher, da sind sehr, sehr viele konträre Positionen. Und wie das dann alles zusammenpasst, da bin ich auch gespannt. Wie gesagt, ich bin kein Politiker, aber ich denke, dass alle vereint, dass sie einen sehr, sehr starken Wirtschaftsfokus haben. Ich habe zumindest keine Personalie gehört, die gegen eine starke Wirtschaft wäre, die gegen eine starke US-Wirtschaft wäre. Ich denke, das ist das Leitbild. Und wie man das dann in der Außenpolitik vor allem erreicht oder in der Energiepolitik, das werden wir sehen. Aber ich denke, die Rahmenlinien ist starke Wirtschaft, Entfesselung der Kapitalmärkte. Das hat sicherlich auch negative Implikationen, aber im Grundsatz her ist es für uns Börsianer ja positiv. Also negative Implikationen könnten unter anderem auch sein, dass eben die Zinsen nicht mehr sinken. Zum Beispiel, da muss man gucken, wie sich die Inflation entwickelt. Klar, höhere Zölle können dazu führen, dass die Inflation wieder steigt, weil die Preise jetzt steigen und die Zentralbank gegensteuert. Da muss aber auch die Nachfrage entsprechend mitgehen. Da muss man gucken, wie stark die Wirtschaft wirklich ist, wie stark die Arbeitsmärkte auch in den USA sind, wie weit man sich abkoppeln kann. Das lässt sich ganz, ganz schwer voraussehen. Das schafft die Fed ja selbst nicht, sonst würden sie nicht immer hin und her schwenken. Also von daher bin ich wirklich da positiv gestimmt, dass wir von dieser Wirtschaftspolitik vor allem in US-Aktien profitieren werden. Was europäische Aktien machen, müssen wir sehen. Und negative Implikationen sicherlich gesellschaftlich. Es werden Leute hinten runterfallen, die sich nicht an den Kapitalmärkten beteiligen können. Klimaschutz wird sicherlich in den Hintergrund drücken. Das sind sicherlich Implikationen, die kann man jetzt schon absehen. Aber da muss man schauen, was wirklich kommt und was wirklich gefördert wird, was umgesetzt wird. Das ist jetzt wirklich, das ist viel zu verfrüht. Man weiß ja noch nicht mehr, wer wirklich Minister wird. Man weiß noch nicht, wie das alles eingeordnet wird von Trump in die Regierung. Also von daher abwarten, was passiert. Natürlich wachsam bleiben und genau beobachten, was ist wirklich Gerücht, was ist mediale Schlagzeile und was ist wirklich Politik, die umgesetzt wird. Du hast vorhin von Deutschland, von Europa gesprochen. Jetzt sind wir ja unter anderem näher dran am Ukraine-Krieg als die Amerikaner. Man hat ja gesehen, die Wall Street mit den Schlagzeilen hier, Putins Atomdoktrin, hier diese amerikanischen Waffen, die jetzt weiter ins Hinterland Russlands agieren können. Wie siehst du die Lage in Deutschland jetzt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, Ende Oktober, da gab es die Ampel noch, jetzt ist sie tot. Wird aus deiner Sicht für Deutschland speziell jetzt irgendwas besser werden können, wenn diese Ampelregierung, die sich ja zerfleischt hat im Grunde, wenn die weg ist? Oder würdest du sagen, nee, das wird im Grunde ein Weiterwursteln, vielleicht mit einer großen Koalition, weswegen zum Beispiel deutsche Unternehmen für mich nicht so interessant sind? Du hast vorhin ja von Thyssen gesprochen, aus Essen. Ich glaube, die haben mehr Geld in der Kasse, als sie an Marktkapitalisierung haben. Also das ist schon extrem.
Siehst du da jetzt irgendwie einen Ansatzpunkt, wo du sagen würdest, ja gut, vielleicht könnte man MDAX-Werte oder so, die mehr auf den europäischen, auf den deutschen Binnenmarkt fokussiert sind, weniger jetzt von Trump-Zöllen etwa betroffen wären und vielleicht von einer etwas wirtschaftsfreundlicheren Politik profitieren würden, wenn dann die nächste Bundesregierung tatsächlich von der CDU geführt werden würde, vielleicht mit der SPD zusammen oder irgendwie so. Aber dass wir da weniger Fokus eben auf diese Klimapolitik haben, andere Ausgabendisziplinen haben und mehr wirtschaftsfreundlichere Impulse sehen. Siehst du da Sektoren oder Indizes, wo du sagst, ja, das finde ich jetzt interessant oder interessanter als zum Beispiel das und das? Also, dass du das mal vielleicht so ein bisschen skizzierst, was du da sagst. Ja, also das Beispiel DAX, MDAX war eigentlich ist ein sehr, sehr gutes, weil man sich mal die ansehen muss und die Entwicklung des MDAX. Und der DAX, der läuft eigentlich gar nicht so schlecht von den Performance, auch über dem historischen Durchschnitt per annum. Beim MDAX ist es eine katastrophale, ich glaube, der ist auf 5 Jahre, ich glaube sogar um 2% oder so gesunken, Stand heute. Also von daher ne, wirklich eine Entwicklung, die auseinandergeht. Das hat natürlich auf der einen Seite was mit Dividendenpolitik zu tun, Performance-Index, Kursindex kennen die meisten wahrscheinlich. Also in DAX werden natürlich auch die Dividenden reingerechnet, also die Kursentwicklungen speisen sich überwiegend aus den Dividenden immer stärker in Relation auch zur eigentlichen Kursentwicklung. Aber es zeigt auch, dass die DAX-Unternehmen, also die größeren Unternehmen, stärker international tätig sind und vor allem die Kursgewinne durch das internationale Geschäft verantwortet sind. Beim MDAX ist es so, das sind Unternehmen, die vorbildlich in der DACH-Region, aber teils auch nur in Deutschland tätig sind oder zumindest im näheren Ausland tätig sind und Bedingungen dort katastrophal sind. Anders kann man es nicht beschreiben. Also sehr, sehr anschaulich. Kann man meinetwegen den DAX-Kursindex noch reinnehmen. Dann kann man sich mal anschauen, wie die drei Charts gegeneinander laufen. Also wirklich eine Entwicklung, die sich an der Börse ablesen lässt. Da braucht man gar nicht in die volkswirtschaftlichen Parameter reinschauen und kann das eigentlich daraus schon ableiten. Schaut man jetzt die Zahlen an, gerade die volkswirtschaftlichen Daten, sind wir natürlich in einer Krise. Also wir sind das einzige Industrieland, das nicht wächst. Jetzt wahrscheinlich das zweite Jahr. Und natürlich muss die Politik gegensteuern. Und jetzt alles auf die Energiepolitik, auf Russland und so zu schieben, das macht man sich vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Also andere Länder sind auch abhängig von russischem Öl und Gas, vielleicht ein bisschen weniger als Deutschland. Aber Deutschland ist immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und wenn man sieht, wie hier gezielt die Industrie kaputt gemacht wird, also wie kann man auf die Idee kommen, in der Energiekrise die AKWs abzuschalten? Ne? Und natürlich sind die Preise gestiegen und wir kaufen auch mehr Energie woanders ein. Also ist doch logisch. Ne? Und dann stellt man sich dahin und sagt, ja, es hat sich ja nichts geändert, es kommt nur noch Energie aus der Steckdose. So, ne? Ist ein bisschen lächerlich. Also von daher, da muss ein deutliches Einschwenken in der Politik kommen. Absagen kommt, ich habe die Hoffnung, mehr als zuvor auf jeden Fall, mehr als vor 4 Wochen. Ich habe damit nicht gerechnet, dass die Ampel so schnell scheitern wird. Ist jetzt Gott sei Dank passiert. Aber das ist auch meine politische Einschätzung. Die kann jeder natürlich anders sehen. Aber wenn man jetzt rein wirtschaftspolitisch argumentiert, etwas verändern. Und wir müssen schauen, dass die Industrie nicht völlig abwandert, dass wir wieder in Wachstum kommen, dass wir auch Raucherstimmung haben, die hat zuletzt ein bisschen ist ein bisschen angezogen. Also von daher, das sind Pflichtprogramme. Das ist nicht, dass wir uns jetzt das aussuchen können. Wenn wir hier wirklich Industrie halten wollen und weltweit wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann müssen wir das ändern. Und ich habe zumindest die Hoffnung, dass dies auch in den nächsten Jahren passieren wird. Würdest du dann zum Beispiel sagen, auf dem Niveau MDAX-Geschichten muss ich mal reinlegen? Oder würdest du sagen, ja, da warte ich noch ab, das ist mir jetzt noch zu früh, zu unsicher, was da wirklich kommt? MDAX, man kann auch in die Dachregion gucken, ATX, SNI, also Schweiz, Österreich sicherlich, das sind ja alles Nebenwerte. Drauf an. Also die Nebenwerte haben sicherlich eine günstige Bewertung, einstelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis, was wirklich lächerlich ist. Teilweise 2er, 3er, 1,5, also wirklich günstige Multiples. Es kommt aber nicht von irgendwo. Auch die Politik eingepreist. Und ich denke auch, dass in den nächsten 6 bis 12 Monaten diese Entwicklung so bleiben wird. Ich sehe jetzt nicht, dass wirklich gerade große Kapitalgeber ja eine Euphorie haben, in diese Werte zu investieren. Das heißt, wir sind auf einem ja, kleinen Anlegerniveau, die vielleicht diese Werte handeln, aber nicht das große Kapital. Und deswegen sehe ich da aktuell auch nicht diese Kursimpulse. Das kann sich natürlich auf Sicht von 2, 3, 4 Jahren ändern. Da kann man sich natürlich jetzt schon langfristig positionieren. Aber da würde ich aufpassen, dass man nicht die falschen Werte hat. Also da kommt es wirklich auf Stockpicking an und zu schauen, okay, welche Werte können vielleicht auch von der US-Politik profitieren, welche expandieren zum Beispiel USA, Kanada, welche sind weniger betroffen von Handelskonflikten, von Energiepreisen. Und da gibt es sicherlich gute Werte, die man investieren kann, aber es kommt
bei diesen Werten wirklich sehr, sehr genau darauf an, in welche man investiert. Und man braucht Geduld. Das kommt auf jeden Fall dazu. Würdest du, wenn wir jetzt wieder nach Amerika schwenken, zum Beispiel auch sagen, naja, wir hatten uns da Ende Oktober ja unterhalten über KI, Euphorie und so weiter. Und ich hatte dich so verstanden, dass du eher die Schaufelverkäufer kaufst, also zum Beispiel diejenigen, die Datacenter bauen. Ja, wir hatten jetzt bei Siemens gesehen, gute Zahlen, eben auch wohl wegen diesen Datacenter, weil die da schwer aktiv sind. Würdest du jetzt noch eine Nvidia zum Beispiel kaufen, auf dem Niveau, wo wir jetzt sind? Die bringen ja Zahlen dann, oder würdest du sagen, oh nee, das ist mir jetzt schon zu heiß gelaufen? Ja, ist eine schwierige Frage. Also Big Tech muss man im Depot haben, bin ich aus meiner Auffassung. Wenn man nicht ein reines Dividendendepot hat, muss man Big Tech drin haben. Also alle Apple, brauchen eine Amazon, Microsoft, die sollten alle drin sein. Das ist für mich ein Basisinvestment, da sich auch Daten als Rohstoff immer stärker monetarisieren lassen. Und diese Marktmacht, die da allokiert ist in den Daten, in den Unternehmen, die wird sicherlich exponentiell weiter wachsen und deswegen sollte man diese Unternehmen im Depot haben. Man sieht ja auch, dass durch verschiedene Services, KI-Dienstleistungen das immer stärker monetarisiert wird. Also die Unternehmen, wenn Werte mit 20, 30% wachsen, Beispiel Microsoft und manche, das einfach Werte, die muss man im Depot haben. Gehypteren Werten Nvidia, ja, ich glaube, es gibt keine Börsenzeitung, die nicht einmal. Da muss man natürlich ein bisschen stärker aufpassen. Sicherlich super, super Zahlen geliefert, aber natürlich kurzfristig ein bisschen heiß gelaufen. Man hat das in den letzten Zahlen gesehen, ich glaube, im August sind die veröffentlicht worden. Da ging es ja dann tagesweise auf 20%, ging 20% runter. Also, wer diese Schwankungen aushalten kann, kann sicherlich noch zukaufen. Ich würde da eher warten. Wenn man noch nicht investiert ist, gerne aufbauen. Wenn man schon investiert ist, würde ich jetzt nicht nachkaufen. Das ist einfach ein erhöhtes Niveau. Und man sieht auch, dass eine Nvidia, wenn man sich mal die vergangenen Chartverläufe ansieht, Top-Tick, Bottom-Tick, teilweise 80% eingebrochen ist, weil es immer noch eine zyklische Branche ist. Wir sind hier im Halbleitermarkt. Also von daher, das läuft nicht immer nicht zyklisch einfach weiter nach oben. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Langfristig sicherlich immer noch unterbewertet, weil das Unternehmen wächst in die Bewertungen rein. Kurzfristig sicherlich ein bisschen überhitzt. Du hast vorhin Halbleiter angesprochen. Jetzt wissen wir aus der ersten Amtszeit von Trump, dass der Halbleitersektor der schwächste Sektor war, eben auch wegen den Zöllen. Du sprichst von einer Apple, die ja durchaus auch sportlich bewertet ist und vor allem ja in China und Indien produziert. China wäre ja dann im Grunde als Produktionsstandort, wenn da Zölle von 60 bis 100% kommen, extrem schwierig. Also Apple wäre ja ein Unternehmen, das eigentlich von dieser Zollpolitik, wenn sie denn so kommt, mit am stärksten betroffen wäre, oder? Wie siehst du das? Ich glaube nicht, dass Trump Apple will. Das wird er nicht wagen. Das glaube ich beim besten Willen nicht. Dafür gibt es auch keine Mehrheit in der US-Bevölkerung. Ja, nicht Sicherlich werden angreifen, Zölle aber kommen, aber sicher. genau. Ja, de facto wäre Aber es ja ein Angriff. Wenn man Apple jetzt, sage ich mal, Strafzölle auferlegt von 60 oder 80% und die iPhones entsprechend teurer werden in den USA, das lässt sich ja nicht verkaufen. Sicherlich hat Apple, werden die stärker auch einen US-Fokus aufbauen. Da geht es Trump wahrscheinlich um Versprechungen einfach, dass stärker in den USA investiert wird, dass vielleicht neue Produktionsstätten dort gebaut werden. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt quasi mit der Gießkanne Strafzölle auf alles erhoben wird. Aber eigentlich immer in der Vergangenheit gemacht, welche Produkte uns nicht, wo Strafzölle drauflegen, damit wir die Industrie bei uns schützen. Da geht es tatsächlich auch eher um die Industrie. Also Stahl ist ein Riesenthema, da sind aber auch schon Strafzölle drauf. Zulieferer, gerade im Bergbaubereich, in der Schwerindustrie, das sind sicherlich Industrien, die stärker davon betroffen sein könnten als die IT-Unternehmen. Das sind aber auch die Stammwähler von Trump. Also gerade Mittlerer Westen, Zentralamerika, also zentrale USA, da sind ja diese Schwerindustrien, also John Deere, Caterpillar und so weiter, die großen US-Industrieunternehmen. Also wenn man da, sage ich mal, diese schützt, dann macht Trump sich auch in der Innenpolitik Freunde und schädigt vielleicht nicht unbedingt die großen Tech-Werte. Was natürlich immer ein Dorn im Auge ist, ist China, Halbleiter Taiwan, ist ein Riesenproblem. Das wird Trump vielleicht mit Strafzöllen lösen können, aber die Frage ist halt wie. Also maximaler Druck auf Kosten der US-Bürger wird nicht passieren, das glaube ich nicht. Mal gucken, was kommt. Es kann natürlich eine Drohgebärde sein, um China zum Einlenken zu zwingen, vielleicht auch Taiwan zum Einlenken zu zwingen. Man wird sehen, was kommen wird, aber das ist wirklich, es lässt sich, finde ich, aktuell nicht seriös bewerten, wie das aussehen wird politisch. Also du meinst, Trump macht eine Ausnahme für Apple, aber selbst wenn Apple dann in den USA produzieren würde, könnte man das ja nicht zu den Kosten machen, die sozusagen Apple-Geräte
oder für die Apple-Geräte in China produziert werden, also dann würde das iPhone oder würden iPhones auch teurer werden, ne? Also so oder so, auch wenn du es dann Das in wird China ehrlich, produzierst. ich glaube nicht, dass einfach pauschal da Steuer. Also das glaube ich nicht. Das wird nicht passieren. Ich glaube, dass Zölle erhoben werden, die dazu führen, dass iPhones 50% teurer werden. Glaube ich nicht. Würde ich sogar gegenwetten. Also es wird nicht passieren. Bin mir sehr sicher, dass es nicht passieren wird. Dann werden solche Regelungen getroffen, dass meinetwegen China geschadet wird, aber die Preise in den USA nicht steigen, meinetwegen mit entgegengesetzten Subventionen, wie auch immer. Aber es wird nicht passieren, dass eine Außenpolitik gemacht wird, die der Innenpolitik so massiv schadet, die auch so emotional in den USA geprägt wird. Das glaube ich nicht. Also da würde Trump sich auch keine Freunde machen. Ihm geht es ja auch darum, dass er gut dasteht als Heilsbringer. Und wenn sowas, glaube ich nicht. Wenn man sich den US-Wahlkampf von Trump mal anschaut, der hat ja über die Inflation gewettert. Hat ohne Ende, ne, was Biden gemacht hat. Präsent, also gerade auch in den US-Medien schlecht dargestellt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade bei so emotionalen Produkten wie iPhones, iPads und so weiter, dass Trump da riskiert, noch höhere Preissteigerungen zu verantworten. Also ich seh das ein bisschen anders. Man weiß es, also aktuell ist wirklich der Stand, wie man das einschätzen, seriös. Aber ich glaube es nicht, weil auch der Wahlkampf nicht so geführt war, weil es auch nicht zu Trump-Wesen passt. So eine Politik zu machen, glaube ich nicht. Aber seine zentrale Ideologie sind Zölle und er hat gesagt, ich werde gegen China Zölle von 60 bis 100% verhängen. Und da kann er ja schlecht hergehen und sagen, ja, für Apple gilt das nicht, aber für ein anderes Nee, nicht für Unternehmen. Apple, aber man kann ja, es gibt ja, also Zollrecht ist ja nach Warengruppen sortiert. Und man wird ja jetzt nicht auf alle Warengruppen 60% erheben. Also da wird sicherlich differenziert werden. Also das kann man schon zutrauen, dass da nicht pauschal einfach Zölle erhoben werden auf alles. Das glaube ich nicht. Das wird auch nicht passieren. Also es ist ja jetzt nicht so, jede Ware, die aus China kommt, wird 60% teurer. Okay. Jetzt haben wir gesehen, dass Trump wahrscheinlich auch aus wahltaktischen Gründen Bitcoin unterstützt. Bitcoin ist gestiegen. Maßgeblich jetzt hat der Chef von MicroStrategy, Michael Saylor, MicroStrategy, ein Unternehmen, das gehebelt Bitcoin kauft, macht Schulden sozusagen, um dann mehr Bitcoin kaufen zu können. Wenn Bitcoin steigt, dann steigt sozusagen der Wert des Unternehmens MicroStrategy, dann kann er noch mehr Schulden machen, um noch mehr Bitcoin zu kaufen. Jetzt bist du ja eigentlich ein Value-Investor. Also sagst, ich setze auf Qualität. Würdest du zum Beispiel Aktien oder irgendwelche Geschichten kaufen, die mit Bitcoin zu tun haben, oder lässt du da die Hände davon? Ja, also Bitcoin ist ein Thema, dem ich sehr kritisch gegenüberstehe. Das heißt aber nicht, dass wir damit kein Geld verdienen können. Also ich würde jetzt selber keine Bitcoin kaufen, weil ich davon wenig halte, weil ich das für eines der größten Schneeballsysteme der Welt halte. Und keiner weiß, wann es einbricht. Das heißt aber nicht, dass wir zum Beispiel mit Plattformen wie einer Coinbase zum Beispiel oder Riot Platforms, dass wir da kein Geld mit verdienen können. Bevor ich aber warte, oder MicroStrategy quasi jetzt gehebelt mit Fremdkapital auf Bitcoin setzt. Also das ist noch verrückt, die Dotcom-Blase. Da würde ich vorwarnen. Ist aber auch nicht unsere gehypte Wert. Und wenn irgendwas gehypt wird, sieht man immer schlecht aus, wenn man nicht an diesem Hype beteiligt ist. Das heißt aber nicht, dass man damit langfristig erfolgreich ist. Und das sind meist Kleinanleger, die das machen. Wenn man sich mal überlegt, man verwaltet großes Vermögen und verantwortet großes Vermögen von anderen. Sagen wir mal 100 Millionen Dollar. So. Muss man sich mal selbst fragen, man steht jetzt vor der Entscheidung, diese 100 Millionen Dollar möglichst gut anzulegen. Dann würde man noch nicht das Risiko eingehen, auf solche Werte zu setzen, die so unberechenbar sind. Und so machen das machen wir oder machen die Profis das letztlich auch, die noch größere Vermögen verwalten. Also von daher, diese Hype-Sachen, da muss man höllisch aufpassen, dass man nicht der Letzte in der Reihe ist und dann quasi die Zeche bezahlt. Also würde ich davor eher warnen, dort zu investieren, gerade mit so gehebelten Sachen. Ob man jetzt sagt, okay, der Bitcoin-Kryptomarkt, der wird stehen bleiben, der wird natürlich nicht verschwinden, das glaube ich nicht, das ist Quatsch. Aber da kann man auch besser über die Bande spielen und zum Beispiel in Unternehmen investieren, die davon profitieren. Zum Beispiel, ich hab sehr, sehr stark PayPal nachgekauft, sehr, sehr günstig eingekauft, unter 50 Dollar, also im Preiswert bin ich jetzt auch, keine Ahnung, 70% vorn, 60% vorn aktuell. Die gehen auch in Kryptowährungen, aber natürlich das Thema noch mal viel, viel stärker, haben eine ganz große Kundenbasis, die jetzt sogar wieder. Da gucken, welche Unternehmen sind wirklich gut positioniert, profitieren auch von diesem Hype, aber haben nicht das komplette Risiko jetzt, wie es eine einzelne Kryptowährung hätte.
Okay, also da bist du skeptisch, aber lässt nicht die Finger davon, wenn du sagst, da gibt es sozusagen im Umfeld bestimmte Sachen, mit denen man was machen kann, aber warnst davor sozusagen hier den, also ich kriege dann so Reaktionen, wenn ich so ein Video mache, boah, du bist ja von gestern und Warren Buffett ist von gestern und so weiter und so fort. Ja, also meine Antwort ist dann eher, naja, ich bin schon ein paar Jahrzehntchen an der Börse und habe sowas schon gesehen und glaube halt, aber du hast recht, man steht erstmal blöd da, ne, weil steigt ja alles so und hurra, hurra, diesmal ist alles anders. Und dann ist das Ende schon absehbar, auch wenn jetzt alle natürlich noch an diesen Hype glauben. Jetzt wollte ich dich mal fragen, du hast ja diesen Börsendienst. Wie kamst du auf die Idee, das zu machen? Warum hast du gesagt, ja, das mache ich jetzt einfach mal? Ja, ich arbeite schon sehr, sehr lange früher, also für das Premium Depot als Beispiel. Da analysieren wir Unternehmen, Märkte und bauen quasi ein Musterdepot, was man eins zu eins nachbilden kann. Ich habe damit vor war fast 15 Jahren angefangen, gerade damals noch unter Volker Gilfert, der leider sehr, sehr plötzlich verstorben ist. Seitdem habe ich den Dienst übernommen, war aber vorher schon, sage ich mal, Anführungsstrich Chefstratege von dem Dienst und habe da die Aktienauswahl auch verantwortet. Und uns geht es einfach darum, dass man den Investoren, die vielleicht keine Lust haben, täglich Nachrichten zu lesen, sich über Börse zu informieren oder das auch nicht können. Die meisten haben einen Fulltime-Job oder arbeiten und haben auch so viel zu tun. Da kann man nicht die Börse so im Blick behalten, wie wir das können, weil wir ein großes Team haben. Wir sind 15 Analysten, die weltweit tätig sind, also in Südamerika, in Asien, USA, natürlich Europa, klar. Wir behalten natürlich alle Entwicklungen auch vor Ort im Blick, auch die aktuelle Nachrichtenlage vor Ort, gerade was die Finanz- und Wirtschaftsthemen angeht. Und filtern aber, das ist, glaube ich, der größte Vorteil. Wir filtern Informationen, weil viel, man behauptet, 95% der Informationen, die über Finanzmärkte und Aktienunternehmen publiziert werden, sind einfach Schwachsinn. Die braucht man nicht, ist einfach nur Mache oder eins von beiden. Und wir filtern das vor das und bauen daraus natürlich ein Depot, um damit den Markt weit hinter uns zu lassen, über Jahre, jetzt Jahrzehnte schon. Und das ist sicherlich ein Angebot für Leute, die sich für Börse interessieren, auch verstehen, was gemacht wird, aber vielleicht nicht die Zeit oder auch keine Lust haben, sich so intensiv damit zu beschäftigen und vor allem nicht ja, diesen Umfang zu analysieren. Das geht alleine gar nicht. Also das wie soll das funktionieren? Also klar kann man sich die Nachrichten angucken in Deutschland, aber zum Beispiel, wer schaut sich die Russland-Nachrichten an, zum Beispiel in der TAS oder in China oder in den USA? Wir haben überall Analysten sitzen, zum Beispiel auch in Südamerika, jetzt gerade in Brasilien. Also das sind Sachen, die kann man als Einzelperson kaum leisten und bewerten das aus unterschiedlichen Sichtpunkten. Wir haben Spezialisten, wir haben Architekten, die gucken sich die Baubranche an, wir haben Kreditanalysten, die Banken an. Also von daher ein Blick quasi über die Märkte weltweit positioniert und leiten daraus dann Investmentempfehlungen ab, die man eins zu eins nachbilden kann und schauen dann halt auch auf eine Portfoliogewichtung, die für einen persönlich Sinn macht, die alle Risiken mit berücksichtigt, aber natürlich auch die Chancen mitnimmt. Ich habe gerade angedeutet, Big Tech haben wir sehr, sehr stark nachgekauft, zum Beispiel 2022, als Meta so stark eingebrochen ist, 23 dann nochmal stark nachgekauft. Da haben wir richtig, richtig viel Geld investiert, sind jetzt, glaube ich, über 350% vorne in dem Wert. Aber auch so Werte wie eingangs in der Bank of America, das ist, glaube ich, bei uns so 700% im Plus oder sowas. Also, das ist unsere Strategie. Wir gucken uns an, okay, wir haben erstmal einen Rundumblick, wir haben Spezialisten, die sich einzelne Industrien angucken und wir bauen daraus halt ein abgeleitetes Portfolio, das alle Risiken und Chancen hinreichend berücksichtigt, wo man auch keine Bauchschmerzen haben muss, wenn vielleicht mal die Börse crasht, sondern man wirklich entspannt ins Bett gehen kann und weiß, sein Vermögen ist dort sicher, vermehrt sich und geht durch alle Krisen vernünftig durch. Ihr bringt ja jede Woche einmal so einen praktischen Zusammenfassung der Marktentwicklungen, was ihr gemacht habt oder gelassen habt. Ihr seid aber auch, und das ist der Unterschied, du hast auch Aktien drin, die jetzt nicht so im Fokus sind. Ich habe gesehen, du hast mit Isra Vision, hast du wahnsinnige Gewinne, Dialog Semiconductor, Hermle, Atos, Nemetschek, das sind ja so Werte, die man eigentlich nicht so auf dem Zettel hat, ne? Also du bist jetzt nicht nur Big Tech orientiert, sondern du hast auch, sag ich mal, so Genau. Nischenplayer, wo du sagst, die haben gute Aussichten, ne? Ja, da haben wir auch ein bisschen heute drüber gesprochen, über Nebenwerte, Stockpicking, gerade auch in Deutschland. In Nemetschek zum Beispiel haben wir sehr, sehr früh erkannt, die machen so diese CAD-CAD-Software, also in der Baubranche, Architekten sehr, sehr
sehr, sehr wichtig, weltweit führend. Das hat auch unser Architekt damals mit entdeckt. Das ist eine Ausgründung der TU Darmstadt, also wirklich ein deutscher Hidden Champion. Den haben wir sehr, sehr früh investiert, sehr, sehr guten Renditen mitgemacht. Aktuell auch zum Beispiel Uranwert, also wir sind in Kasatomprom in Kasachstan investiert. Die werden sicherlich von der Geopolitik profitieren. Also wir, wie gesagt, wir gucken uns weltweit an, was macht Sinn für uns, das Depot. Und natürlich finden wir immer wieder, die den Markt abperformen können. Und ich denke, das ist uns in den letzten Jahren sehr, sehr stark gelungen. Ja. Genau, weil es ist ja sehr derzeit sehr en vogue, ETFs, also passives Investieren. Und da sagst du, das hat, kann man machen, aber du hast halt einen anderen Fokus und kannst dadurch, ich sag mal, bestimmte Chancen besser nutzen, einfach weil du einzelne Aktien nimmst, die jetzt zum Beispiel im ETF wie Nemetschek oder so, wüsst du jetzt nicht, in welchem ETF die irgendwie vorhanden sind. Jetzt haben wir oder hast du ja diesen Börsendienst und du legst Wert auf, sagen wir mal, Sicherheit, ne? Was ja für viele Leute wichtig ist. Manche sind so spekulativ unterwegs, die wollen MicroStrategy kaufen, haben dann mal einen Treffer und dann machen sie ein paar 100%. Wie kann man deinen Börsendienst, kann man sicher mal anschauen, risikofrei sozusagen, man kann das 30 Tage lang testen, wenn man sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf oder will ich nicht, dann kriegt man das Geld zurück. Ja. Also das ist das Angebot, was du machst, dass du sagst, ja, schaust dir halt an. Ne? Also guckst dir an, wenn es dich überzeugt. Wir haben einmal die Woche dieses Update und das kannst du nachbilden. Das ist sozusagen etwas, was wo man an die Hand genommen wird, kann man sagen, ja. Genau so ist es auch. Also jemanden im Dienst halten, der nicht hingehört, der nicht kein Daytrading, wir traden auch nicht wild hin und her, sondern wir haben eine Strategie, die langfristig nachhaltig funktioniert, sehr, sehr gut funktioniert, mit dem man sehr, sehr große Vermögen aufbauen kann. Und genau diese Art von Anleger suchen wir auch, die gemeinsam mit uns investieren. Sicherlich der größte Vorteil gegenüber einem ETF ist, wir haben Stockpicking, wir gehen in Einzelwerte rein, wir haben natürlich dann die Möglichkeit, sehr, sehr stark vom Markt zu profitieren. Wir können unterschiedlich gewichten, wir können nachkaufen. Also wir sind viel agiler als ein reiner ETF, der nur passiv investiert. Und für den Leser ändert sich so viel nicht. Also er kann auch passiv investieren, weil er muss nur nachkaufen. Er muss gar nicht sich groß Gedanken machen, er muss nicht die Finanzlage im Blick behalten, sondern das übernehmen wir alles als Serviceleistung und man selber kann dann quasi das umsetzen oder auch, wenn man erfahrener ist, sagen, hey, ich würde jetzt aber gerne noch die Werte hinzunehmen, man daraus begleitend sein Portfolio aufbauen. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Marktlücke, die wahrgenommen wird. Ich habe sehr, sehr viel, gut, wir haben sehr viel Geld jetzt verdient in den letzten Jahren auch damit. Das Feedback ist einfach positiv und es gibt kein Risiko. Also die Leute, denen es nicht gefällt, die haben vielleicht eine andere Strategie, gehen höheres Risiko, ein noch geringeres Risiko. Jeder, wie er will. Ich will ja niemanden vorschreiben, wie er zu investieren hat. Nur ich kann sagen, dass wir eine Strategie haben, die Risiken, Chancen entsprechend gewichtet und langfristig den Markt schlägt, auch deutlich geschlagen hat. Wird auch alles kontrolliert von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Also das wird nicht von mir kontrolliert, ich könnte alles erzählen, sondern von Dr. Konrad Matern, Conquest AG. Die sitzen in der Nähe von München, die überprüfen uns als unabhängige Wirtschaftsprüfer, stellen einen Testat dafür, dass die Performance auch so eingetreten ist. Und das finde ich auch nochmal einen riesen Proof-Effekt. Das ist teuer, das kostet viel Geld. Aber es zeigt auch den Lesern, hey, und gerade auch den Neulesern, hey, einfach durch die Krisen durchgehen, den Investments auch vertrauen, den Unternehmen vertrauen, dass die weiterhin Mehrwerte für uns erwirtschaften. Und damit ist man sicherlich sehr, sehr gut aufgestellt. Und wer das testen möchte, soll es einfach testen. Und wer es nicht, wem es nicht gefällt, sagt, nee, gefällt mir nicht, ist nicht gut, der kann ja wieder stornieren. Also da kein Risiko, man kann nur gewinnen. Genau, dazu gibt es noch, wie ich gesehen habe, auch so Bonusmaterial, also PDFs mit Informationen, Zusatzinformationen. Ne? Also man kriegt eine breite Palette irgendwie an Informationen und kann einfach mal den Finger reinstecken, gucken, ist das was für mich so? Und das finde ich immer ganz gut, wenn man dann auch wieder sagen kann, okay, ne, vielleicht jetzt doch nicht so geeignet. Also da hat man alle Freiheiten sozusagen, sich dann nochmal zu entscheiden. Wer sich dafür interessiert, neben dem Video ist so ein Button, wo man draufklicken kann, einfach mal gucken kann, testen kann, ob das geeignet ist. Bastian, ich bin immer beeindruckt von dir. Ich bin nicht 100% deiner Meinung, aber davon lebt die Börse. Ich sehe Trump ideologischer, du siehst es, sagen wir mal, pragmatischer. Wer recht hat, ist schwer zu beurteilen jetzt erstmal. Das wird die Zeit zeigen, ob du oder ich. Das muss man schlichtweg sehen. Aber eins hast du nachgewiesen, du hast Erfolg an der Börse. Und das ist das, was letztendlich zählt. Basti, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie die Geduld aufgebracht haben, in diesen interessanten, aufwühlenden Zeiten
eine Stimme der Vernunft zu hören. Und so empfinde ich dich, Basti. Das ist wirklich eine Stimme der Vernunft. Und ich glaube, wir brauchen mehr davon. Danke, Basti, und Servus an die Zuschauer. Hat Spaß gemacht. Gut. Servus.